Einige von euch kennen mich ja schon von den letzten, Alien.de-Kongressen, als ich über das Thema Riss in der Matrix gesprochen habe. Und wir sind natürlich am Ball geblieben, wie ich versprochen hatte. Wir haben das Thema nicht aufgegeben, es hat uns nicht losgelassen. Und unser großes Forschungsgebiet im Moment, das sind die Portale. Und darum wird es auch heute gehen. Um die Verbindung dieser Themen nämlich auch. Portale zu anderen Dimensionen. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? In andere Zeiten gibt es das überhaupt? Oder gibt es das nur in Science-Fiction-Filmen? Hier sehen wir das Stargate auf der Expo 2008. In Japan war das. Das ist also das aus dem Film. Das hat man da dargestellt, nachgebaut. Und vielleicht ist da etwas Wahres dran, vielleicht gibt es so etwas, vielleicht sieht es aber auch ganz anders aus, denn die Einrichtung an sich ist ja überhaupt nicht so modern. Historische Portale sehen ganz anders aus. Hier sehen wir Puerta de Hayumacha, ein Stargate in Peru. Sieht erstmal nicht nach einem Stargate aus. Das Foto hat mir Kollege Walter Jörg Langbein zur Verfügung gestellt, der dort war. Ich war es noch nicht. Er sagt dazu Folgendes. Erstmal über die Anlage. Über eine Breite von 14 Metern und eine Höhe von 7 Metern wurde der gewachsene Fels massiv bearbeitet. Man hat den Stein geklättet, poliert. Das eigentliche Tor ist kleiner. Das sieht man auch. Rechts und links wird es von wie säulenwirkenden Begrenzungen eingerahmt. Nach oben wirkt es irgendwie unfertig. Das war sein Eindruck. Und bei seinem Besuch dort hat er eine alte Dame getroffen, die war auf dem Feld, hat den Arbeitern da eine Verpflegung gebracht und die hat er über seinen Dolmetscher über dieses Tor befragt. Und diese alte Dame hat ihm Folgendes erklärt. Nach überlieferten Legenden kamen einst aus der steinernen Wand fremdartige Götter. Diese mächtigen Wesen kontaktierten Menschen am Titicacasee. Einige wenige wurden ihre Vertrauten und nur die engsten Vertrauten erhielten das Privileg, auch das Tor in der Felswand benutzen zu dürfen. Sie konnten dann die Heimat der Götter aufsuchen, aber auch in die Vergangenheit reisen. Er sagt, wenn der Dolmetscher richtig übersetzt hat, davon gehen wir mal aus, dann war die Heimat der Götter zwar unbeschreiblich weit entfernt, sie lag aber auch direkt hinter diesem Tor. Man konnte also entweder Ewigkeiten reisen, um irgendwann einmal in der Heimat der Götter anzukommen, oder man konnte einfach die Abkürzung durch dieses Tor nehmen und dann war man schon da. Durch das gleiche Tor konnte man aber auch in vergangene Zeiten reisen. So zumindest wurde die Aussage der alten Dame übersetzt. Also ein uraltes Portal vielleicht. Und wer kam da heraus? Waren das wirklich Götter? Wir wissen, die Paleoceti-Forschung und Theorie geht ja schon lange davon aus, dass diese Götter in Wirklichkeit Astronauten waren, die von fernen Planeten kamen, von fernen Sonnensystemen oder vielleicht auch durch Portale. Es gibt viele Theorien über Antriebssysteme. Man hat sich schon viele Gedanken gemacht, wie ist es überhaupt möglich, diese Entfernungen zu überwinden. Aber da hat man eben eins noch nicht so auf dem Schirm gehabt, nämlich die Möglichkeit, einfach durch so ein Tor zu gehen und woanders zu sein. Wir erinnern uns jetzt mal an einen anderen Kontakt, an meine vergangenen Vorträge, Riss in der Matrix. Da war ja der Sean, der immer den Außerirdischen getroffen hat, im Salztal, in den Pyrenäen, in der Nähe von Rennes-le-Château. Ja, ich habe an dieser Stelle bereits davon berichtet. Der hat immer diesen Lilo getroffen. Über Sean's Aufzeichnungen, hier sehen wir ihn auch nochmal im Bild, in denen er uns aufschlussreiche Informationen gibt, die ihm von eben diesem Lilo übermittelt worden sind.
Ja, da wissen viele von euch, wissen darüber schon ein wenig Bescheid. Ansonsten habe ich das Buch natürlich für die, die es noch nicht kennen, auch nochmal am Büchertisch. Und da gibt es interessante Neuigkeiten nämlich zu dem Fall. Hier sehen wir nochmal das Heft. Das war das Originalheft. Inzwischen hat sich ein Mathematiker, der auch hier heute anwesend ist, vielen Dank an Klaus Pionzig mal an dieser Stelle, der hat sich sehr viel Mühe gemacht und hat diese Aufzeichnungen richtiggehend analysiert. Der hat uns Folgendes versichert. Das sind jetzt nur kurze Auszüge aus seinen Statements. Er sagt, die Sicht von Lilo unterscheidet sich erheblich von der heutigen Quantenmechanik. Nimmt man die Sicht von Lilo, so kommt da eine ganz andere Quantenmechanik heraus als die heutige. Die Heisenbergsche Unschärferelation ist kein Naturgesetz, sondern bedingt durch die Beschränktheit unserer Modelle. Die Angabe, dass es zwei Massen Plus und Minus gibt, gibt uns den detaillierten Hinweis auf deren Behandlung mit der Schrödinger-Gleichung. Das halte ich für einen direkt verwertbaren Hinweis. Die Angaben sind so gut, sagt er, dass jeder Physiker, der Quantenmechanik betreibt, die Schrödinger-Gleichung in dieser Hinsicht lösen können müsste. Im Einzelnen würde eine Gruppe von Mathematikern und Physikern mit Computerunterstützung ein paar Jahre brauchen, um die Gleichungen zu lösen. Also, das Weltbild, das sich da abzeichnet, ist unserer Physik weit voraus. Er hat zunächst geschätzt, Herr Klaus Pionzig, 100 bis 200 Jahre. Inzwischen weiß er, es sind mehrere tausend Jahre, die zwischen diesen Erkenntnissen liegen. Aber dann kam erstmal eine Ernüchterung für uns. Ein Hinweis, dass die Erkenntnisse, die Chong hier notiert hat, zumindest zum Teil überhaupt nicht so neu waren. Ein gewisser Professor Moser, den auch Chong sogar in den Aufzeichnungen erwähnt hat, der belegte 1954 den zweiten Platz bei einem Essay-Wettbewerb der Gravity Research Foundation mit einem Aufsatz mit dem Titel »Ein quantenmechanischer Ansatz für die Existenz negativer Masse und ihre Verwendung bei der Konstruktion von gravitationsneutralisierten Körpern«. Moderne Physik, 1954. Hier ein Screenshot aus dem Aufsatz, mit dem er diesen Preis gewonnen hat. Wir sehen schon, das ist ein schreibmaschinengetipptes Skript, was dann irgendwann später eingescannt wurde. Aber die genannte Überschrift in Renis Notizen, die ist völlig identisch. Auch der Text weist auf weite Stellen gewisse Ähnlichkeiten mit Chongs Text auf. Der gesamte Abschnitt entpuppt sich bei näherem Hinsehen fast, als hätte der das abgekupfert. Wie kann denn das sein? Das wollten wir also etwas näher wissen. Hat der Chong vielleicht doch hier irgendwie gemogelt? Hat er da irgendwas abgekupfert, was nicht von einem Außerirdischen kam? Also, wir wollten wissen, wie ist er an diese Unterlagen gekommen. Auf der genannten Website sind die Aufsätze veröffentlicht. Die zu finden ist heute kein Problem. Allerdings gab es das Internet außerhalb von Universitäten irgendwann erst nach 1990. Und Chong hatte 1970, in den 70er Jahren, an der SALZ weder einen Computer noch einen Internetanschluss noch einen Zugang zu solchen Unterlagen. Ganz davon abgesehen war 1990 ja noch nicht all das im Internet zu finden, was heute zu finden ist. Das heißt, dieser Aufsatz, er war da möglicherweise oder höchstwahrscheinlich überhaupt noch nicht drin. Also, gut, jetzt schauen wir uns mal die Leute an. Also wenn man diese preisgekrönten Aufsätze aufruft, dann stößt man nicht nur auf diesen Forrest S. Moser, sondern man findet auch noch einen von Deser und Arnowitt in Form eines gedruckten Artikels, auch aus einer Veröffentlichung. Wie kann der irgendwie in die Hände von Chong geraten sein? Also, bei Moser ist es etwas schwierig. Da ist es ein 8 Seiten langes Schreibmaschinenskript.
welches irgendwann, wie bereits gesagt, eingescannt und veröffentlicht wurde. Da muss man bedenken, eben, dass er, dass Jean Grenier 1954, als dieser Aufsatz geschrieben und eingereicht und bewertet wurde, dass der Jean ja dann noch in Marokko Straßenbauingenieur war. Da war er ja überhaupt noch nicht an der Salz gewesen, da hat er noch Straßen gebaut im Auftrag der französischen Regierung. Und als er dann an der Salz war 1970, war die nächste Hochschulbibliothek weit entfernt. Und Udo Fitz hat uns auch nochmal ausdrücklich bestätigt, er sagt, im Nachlass von Jean befanden sich keinerlei wissenschaftliche, physikalische oder mathematische Fachliteratur. Hat er überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Und man hat auch stellenweise bei seinen Aufzeichnungen das Gefühl, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was er da schreibt, was er quasi diktiert bekam. Also, war es umgekehrt, haben diese Wissenschaftler vielleicht bei Jean abgeschrieben? Geht ja nicht, weil die Aufsätze vorher entstanden sind. Wir wollten also alles ausschließen. Da haben wir uns mal angeschaut, wer waren denn diese Leute? Hier, Forrest Moser. 1929 in den USA geboren, Experimentalphysiker, Erfinder und Unternehmer. Vor allem für seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet der Messung elektrischer Felder im Weltraumplasma und für die Entwicklung elektronischer Sprachsynthesizer und Spracherkennungsgeräte bekannt. Im Alter von 22 Jahren schloss er 1951 sein Studium mit dem Bachelor ab. Ja, für den braucht man normalerweise 3 bis 5 Jahre. Dann ging es schnell auf der Karriereleiter nach oben und dann ging er nämlich in die Wirtschaft, in die Industrie, in die Entwicklung, in die Forschung. Er hat mehr als 360 Veröffentlichungen. Wir haben die Liste der Veröffentlichungen durchgesehen und keine dieser Veröffentlichungen beschäftigt sich mit der Thematik, mit der er 1954 diesen Preis gewonnen hat. Es ist also seltsam, dass er völlig die Richtung geändert hat. Hatte er da irgendwie so eine Blitzeingebung? Hat er mal schnell irgendwas ganz Tolles, fortschrittlich, moderne Physik konstruiert und dann ist er in die Forschung gegangen, hat Sprachsynthesizer gebaut. Okay. Dann kommen wir zu dem nächsten Preisträger. Stanley Dese, geboren 1931 in Polen, ebenfalls amerikanischer Physiker, für seine Beiträge zur allgemeinen Relativitätstheorie bekannt. Aber jetzt schon spannender. Der erwarb seinen Bachelor of Arts mit der Auszeichnung Summa Cum Laude mit 18 Jahren. Da machen andere gerade mal das Abitur. Bereits ein Jahr später schloss er sein Studium in Harvard mit dem Mastertitel ab. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeiten. Der dritte im Bunde, Richard Arnovitt, hochrangiger Physikprofessor, 1928 in New York geboren, also alle so etwa das gleiche Alter oder gehabt. Genau wie dieser mit 20 Jahren schon seinen Masterabschluss. Und er formulierte die Bewegungsgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie und damit zusammenhängend eine neue Masse-Energie-Definition. Also der ist in dem Bereich geblieben. So, er arbeitet an der Supergravitationstheorie, an der Stringtheorie, also moderne Physik, wie man es nennt. 3 Superhirne, das kann man wohl so sagen. Alle 3 tätig auf dem Gebiet der theoretischen Physik und zu ihrer Zeit absolut wegweisend bei der Weiterentwicklung eben dieser Theorien. So, ihre Arbeit kam jetzt den Erkenntnissen, die Jean aufgrund seiner Gespräche mit Lilo aufgezeichnet hat, schon relativ nah. Aber die waren auch ihrer Zeit natürlich voraus, alle Forscher auf dem Gebiet der modernen Physik, aber nicht um einen so weiten Vorsprung, wie das bei den Aufzeichnungen von Jean der Fall war. Also wo ist das Bindeglied zwischen Jean und diesen hochintelligenten
Wissenschaftlern. Jean gibt uns in seinen Aufzeichnungen dazu an drei Stellen einen Hinweis. Einen versteckten Hinweis. Dem haben wir zunächst gar nicht so viel Bedeutung beigemessen. Einmal im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über die Titancomputer, also eine Technik, die wir auf der Erde überhaupt noch nicht kennen, und das sagte Lilor auch so. Und da sind am Rand der Aufzeichnungen sind Planeten vermerkt. Da steht hier oben links. Da steht drüber Planeten, dann hat er in Klammern ein paar Planeten vermerkt. Unter anderem steht da UMO. Und Udo Fitz, unser Freund in Frankreich, der brachte uns auf die Spur. Aber nicht, weil er hatte das völlig überlesen. Er sagte, schaut doch mal UMO, google doch mal. Und mir fiel es sofort auf, dass das auch in den Aufzeichnungen steht. Und dann haben wir mal geschaut. Also, es begann 1965. Da haben etwa 20 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Wissenschaftler Briefe bekommen. Andere bekamen zur gleichen Zeit mysteriöse Anrufe, die klangen wie so eine synthetische Sprache. Und die Absender und Anrufer, die erklärten, dass sie vom Planeten UMO kommen. Uns bekannt als Wolf 424. Und die beantworteten am Telefon oft stundenlang präzise wissenschaftliche Fragen. Also die ließen sich richtig aushorchen. Einer der Empfänger der seltsamen Briefe, der UFO-Forscher Professor Fernando Sesma, der sammelte diese und schrieb ein Buch darüber. UMO, ein anderer Planet. Die Briefe kamen dann zwei Jahre später nicht nur aus Spanien, sondern aus Paris, Buenos Aires, New York, Adelaide, Ost- und West-Berlin, London, überall her. Die sehen alle so aus, als seien sie vom selben Absender und sind mit der Schreibmaschine getippt. Oft mit äußerst komplizierten, sauberen wissenschaftlichen Erklärungen, Grafiken. Und ihrem Inhalt zufolge sind die UMITen seit 1950 auf der Erde. Da sind die aufmerksam geworden auf unserem Planeten durch irgendwelche Signale, die wir aussenden. Das machen wir ja ständig, permanent. Und dann kamen die hierher und haben sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, die irdischen Wissenschaftler so ein bisschen zu pushen. Und das funktioniert auch scheinbar. Die haben immer Wissenschaftlern Dinge gesagt, die unserem Wissen so ein klein bisschen voraus waren und haben die damit so angefixt. Und dann kamen die auch wieder einen Schritt weiter. War also schon vielleicht den Leuten vom UMO 1962 in Marokko begegnet, als er dieses merkwürdige Schiff in der Wüste sah, mit Personen oder Wesen drin, die sich telepathisch mit ihm unterhalten haben und nach dem Weg gefragt haben. Die sprachen telepathisch, und das sagt man auch den UMITen nach, die könnten eigentlich ihre Stimme überhaupt nicht verwenden. Das hätten sie erst auf der Erde gelernt, denn sie mussten ja irgendwie auch diese Briefe diktieren. Und das haben sie gemacht. Die konnten auch keine Schreibmaschine schreiben, sondern die sind in Stenotypistenbüros gegangen, in großen Städten, und haben dort den Stenotypisten die Briefe diktiert. Und die haben sich natürlich gewundert. Einer in Madrid, der erinnerte sich und hat also dann auch überliefert und weitergegeben, gesagt, das waren gut aussehende Männer, sowas wie Skandinavier, 1,85, 1,90 groß, gut gekleidet. Und er wunderte sich über die vielen bekannten Persönlichkeiten, die diese Briefe bekommen haben. Waren die vielleicht das fehlende Glied? War Lilor ein UMIT? So wie er es ja auch tatsächlich in seinen Texten beschreibt. Und waren diese Wissenschaftler, die 1954 diese Siegeraufsätze geschrieben haben, hatten die vielleicht auch
schon Informationen von den Briefschreibern, auch wenn das Ganze offiziell erst 1965 losging. Die waren ja seit 1950 da. Haben die damals vielleicht schon einzelne Wissenschaftler herausgepickt und haben denen auf irgendeinem Weg gesagt, ey, guck mal, die Physik, das funktioniert ein bisschen anders. Ja? Ihr seid da, ihr müsst da ein bisschen was anders denken. Ist das... Oder ist das Ganze ein Betrug? Auch das muss man ja immer mit als Möglichkeit berücksichtigen. Und tatsächlich erklärte 1992 ein gewisser José Luis Jordán Peña, ein spanischer Parapsychologe und Soziologe, der habe sich die Briefe als soziologischen Feldversuch ausgedacht und habe die alle geschrieben und verschickt. Okay, Fall aufgeklärt? Nein. Er hat diese Aussage nämlich später erstens widerrufen und sagt, ja, er hätte diese Aussage auf Drängen der Umiten gemacht. Okay, da kann man natürlich viel erzählen. Aber die andere Sache ist, es geht um inzwischen 7000 Briefe mit über 13.000 Seiten Inhalt, wissenschaftlichem Inhalt. Kann sich das ein Soziologe ausdenken? Wissenschaftlicher Inhalt, der über unser Wissen hinausgeht, das wäre eine unheimliche Fleißarbeit und das wäre ein mehrfacher Nobelpreisträger, wenn der das sich wirklich ausgedacht hätte. Also vieles von dem Material kann man heute inzwischen auch im Netz, im Internet nachlesen. Hier, es gibt verschiedene Seiten, die hier ist sehr ergiebig. Und ich habe darüber auch in unserem allerneuesten Buch geschrieben, das ist noch nicht am Büchertisch, kann aber bestellt werden, Portale sind Realität, das ist ja unser Thema. Und in den Jahren 71 und 73, also 1900, fanden zwei UMO-Symposien statt. In denen haben sich Wissenschaftler mit dem Inhalt der Briefe auseinandergesetzt und das Material sehr ernst genommen. Und die kamen auch zu dem Schluss, was da drin steht, ist unserem Wissen um einiges voraus. Es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, nein, das kann nicht sein, das ist falsch und nur 50% der Aussagen sind korrekt. Ja, aber das ist eine Frage der Sichtweise. Moment mal, wenn man den Stand der Wissenschaftler, der Physiker 1965 betrachtet, dann ist klar, dass die 50% dessen, was uns hier übermittelt wurde, nicht verstehen oder nicht verstanden haben. Gut, das ist eine Möglichkeit, eine Spekulation, aber eine recht gute Erklärung, denken wir. Ja, und wer aber nun die, wie diese Umiten, diese Physik beherrscht, der sollte oder dürfte auch in der Lage sein, Portale zu benutzen, Portale zu öffnen, Portale zu verwenden. Und wenn Lilo dem Chong immer wieder dort im Salztal begegnet ist, ist er vielleicht gar nicht aus einem UFO ausgestiegen und dem entgegengetreten, kam der vielleicht einfach über ein Portal. Dazu noch eine kleine Geschichte, das mir im Sommer 2021 passiert. Wir waren im Salztal unterwegs und mein Kollege Andreas, der hier sitzt, der war auch dabei, der hier am Büchertisch sitzt, der kann es bestätigen, was uns passiert ist. Wir waren zu dritt auf dem Hügel, der offenbar den Eingang zu dem unterirdischen Tempel beherbergen soll. Wir wollten uns da mal wieder umschauen. Wir waren erst auf dem Hügel. Ich habe noch verschiedene Messungen gemacht. Ich habe VLF-Wellen und was wir eben da so alles machen. Ich habe fotografiert, habe gefilmt, eigentlich für einen ganz anderen Zweck. Ich wollte da ein kleines Video über Salztal mal machen. Und na, dann sind die beiden schon mal vorgegangen, Udo und Andreas. Die sind um die Ecke, waren verschwunden. Ich ging dann auch los, dachte, ist ja kein Problem, ich kenne mich ja hier aus. Also ich fahre seit 20 Jahren, fahre ich dort in diese Gegend. Seit 20, und vor 20 Jahren war ich zum ersten Mal da oben im Salztal. Und ich laufe da los, filme ein bisschen die Gegend, laufe auf den nächsten Hügel zu, denke, ah, da ist es ja. Denke ich noch, ja, die Dornenhecken, die da waren, diese Brombeeren, die sind aber ganz schön heftig geworden, ich kam da kaum durch und sehe dann hinter der Hecke eine Person, die sich stellt und wieder bückt, schwarzes Hemd, denke, das ist Andreas. Ich rufe, bekomme keine Antwort.
Denke ich, haben die mich jetzt nicht gehört? Dann bin ich um die Hecke rumgegangen. Da war niemand. Da habe ich wieder gerufen. Denke ich, ja, die sind aber auch gut. Ich war ja noch gar nicht da. Jetzt sind die einfach abgehauen. Und habe wieder gerufen, bin hin an diese Stelle gegangen. Nichts mehr gesehen. Ich habe die auch nicht mehr laufen sehen. Statt die muss ich doch jetzt sehen irgendwo. Und da, als ich nach vorn schaue, denke, Richtung der Domain, Richtung Ausgang des Tals, da sehe ich, ich war einfach 100 Meter zu weit gelaufen. Ich war einfach den nächsten Hügel irgendwie weitergelaufen. Und da wurde es mir aber, dann rief ich wieder und habe wieder keine Antwort bekommen. Und da wurde es mir etwas merkwürdig. Da habe ich dann aber einen Schritt zugelegt, bin dann auf diesen nächsten Hügel zugegangen. Plötzlich waren die beiden wieder da. Hier habe ich ein Foto, das ist der Hund, das ist Andreas in dem schwarzen Shirt. Plötzlich waren die wieder da und da, wo ich meinte, Andreas gesehen zu haben, waren die nie gewesen. Udo sagte, hast du mich nicht rufen hören? Ich sage, nee. Habt ihr mich nicht gehört? Nee. Wir haben uns gegenseitig nicht gehört. Wir haben es ausprobiert dann. Ich bin wieder ein Stück zu dem Hügel gelaufen. Ich konnte bis zu dem Hügel laufen. Die Rufe habe ich dann gehört, aber nicht, als er nach mir gerufen hat. Wir haben es immer wieder ausprobiert. Wir hatten keine Erklärung, beziehungsweise Udo meinte dazu nur, es wundert mich hier nicht. Klar, der hat lange genug oben an der Salz gewohnt und gelebt. Und der kennt einiges und da oben ist ihm einiges passiert. Befindet sich also in der Nähe der Salz dort ein Portal, ein Ort, in dem man die Dimensionen, die Zeiten wechseln kann? Könnte natürlich sein. Aber unsere Überlegung, dass die UFOs aus einem solchen Portal kommen oder die Außerirdischen, auch die, ist gar nicht so neu. Da zeige ich Ihnen jetzt auch noch ein Dokument. Und zwar am 30. Juli 1947. Wir erinnern uns, 1947 war das Jahr des Roswell-Vorfalls. Am 30. Juli erging eine Anordnung, wonach alle Berichte über fliegende Scheiben von Außenstellen des FBI untersucht werden sollten oder müssten. Und in einer Empfangsbestätigung für ein Schreiben vom 10. Juli, das war schon vorher, nebst Anlagen, wird erklärt, soweit die von Ihnen bereitgestellten Informationen für das Kriegsministerium von Interesse sind, habe ich mir die Freiheit genommen, sie der Agentur zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Unterzeichnet ist dieses Schreiben von John Edgar Hoover persönlich. Er war bis 1972 der oberste Chef des FBI, also eigentlich der Kriminalermittlungsbehörde. Und die haben nach UFOs, nach UFO-Zeugen ermittelt. Hier haben wir erst nochmal die Domain. Und hier, das sind teilweise schlecht lesbare Dokumente, aber die sind direkt aus dem Archiv des FBI. Das habe ich also auch in dem Portalebuch, was am Büchertisch liegt, haben wir das auch, die Links abgedruckt. Das ist für jeden nachvollziehbar. So, und dann erhielt Hoover ein weiteres Schreiben, eine Mitteilung von Bedeutung. Darin steht, dieses Memorandum richtet sich respektvoll an bestimmte Wissenschaftler von Rang, an die wichtigen Luftfahrt- und Militärbehörden, an eine Reihe von Amtsträgern und an einige wenige Publikationen. Der Autor hat wenig Erwartung, dass durch diese Geste etwas Wichtiges erreicht wird. Die Tatsache, dass die hierin enthaltenen Daten mit sogenannten übernatürlichen Mitteln erhalten wurden, ist wahrscheinlich unzureichend genug, um sicherzustellen, dass sie von fast allen angesprochenen Personen missachtet werden. Also hier haben wir auch wieder irgendwelche fremden Informanten. Der Absender gibt sich zu erkennen als Verfasser mit mehreren Universitätsabschlüssen und war früher Leiter einer Universitätsabteilung. Hier haben wir dieses Schreiben, das ist sogar besser lesbar. Und da heißt es, in Bezug auf die fliegenden Untertassen
kann sich jederzeit eine sehr ernsthafte Situation entwickeln. Sollte eine davon angegriffen werden, wird das angreifende Flugzeug mit ziemlicher Sicherheit zerstört. In der Öffentlichkeit könnte dies zu Panik führen. Und weiter unten kommt dann aber das Wesentliche, kommen noch ein paar Sätze. Dann heißt es, Sie kommen nicht von irgendeinem Planeten in dem Sinn, wie wir das Wort benutzen, sondern von einem ätherischen Planeten, der sich mit unserem eigenen durchdringt und für uns nicht wahrnehmbar ist. Mal sagen lassen, also durch Portale. Die Körper der Besucher und das Raumschiff materialisieren sich automatisch, wenn sie in die Schwingungsrate unserer dichten Materie eintreten. Die Flying Saucers, wie man sie damals noch nannte, kommen also aus einem Paralleluniversum. Und wir erinnern uns an die Aussagen von Chong bzw. seinem Informanten Lilo. Die Materialisation der Raumschiff hat etwas mit der Schwingungsrate, also mit Frequenzen zu tun. Genau das bestätigt der Schreiber dieses Briefes an Edgar Hoover, den Leiter des FBI. Lilo hat es uns erklärt, wie es funktioniert. Hier. Das ist aus den Aufzeichnungen von Chong. Da steht es im Prinzip schon drin. Was ist also, wenn Lilo ein Umid war, der Chong in Marokko bereits kontaktiert hatte und ihm dann später im Salztal dieses geballte Wissen übermittelte? Nicht über Briefe, sondern der hat es ihm persönlich erklärt. Es gibt einige Übereinstimmungen zwischen dem Inhalt der UNO-Briefen, der UMO-Briefen und zwischen den Aufzeichnungen von Jean de Renier. Und Klaus Pionczyk hat sich, wie gesagt, sehr intensiv damit beschäftigt. Auch daraus wird ein Buch entstehen. Da freue ich mich schon drauf. Und er hat noch ein bisschen Arbeit damit, das weiß ich auch. Aber ich glaube, wir dürfen uns alle freuen. Es wird absolut spannend, was er dafür schon zusammengetragen hat. Ich denke, wir können uns darauf freuen. Das war mein Beitrag zu Portale. Und hier haben wir jetzt rechts im Bild schon das Cover des nächsten Portale-Buches, was in 3 Wochen auf dem Markt sein wird. Portale sind Realität. Und da wird es sogar noch ein bisschen spannender. Freut euch drauf. Vielen Dank.